Mein Name ist Horst Schlemmer. Ich bin stellvertretender Chefredakteur des Grevenbroicher Tagblatts. Ich habe knallhart nachgefragt. Und jetzt pass auf, in Deutschland werden die Frauen knapp. Das ist statistisch. Das bedeutet für uns Männer knallharter Konkurrenzkampf. Auch ich als Mann muss jetzt aufrüsten. Schlemmer, wunderschönen guten Tag. Schönen guten Tag. Was? Nein, Grevenbroicher Tagblatt. Helmut Lenner. Bleiben Sie hier, Frau. Bleiben Sie kurz hier. Nein, es ist Folgendes. Stellvertretender Chefredakteur von Grevenbroicher Tagblatt bin ich. Ich interessiere mich für einen Waren. Für ein schönes Auto wollte ich mich beraten lassen. Ganz eingehend. Richtig. Ja, ganz ja. Richtig. Lennartz. Frau Haberkorn. Sie dürfen sich sogar jemand aussuchen. Frau Haberkorn. Von mir bei. Ich bin lieber. Aber ich weißt du, nee, wenn Sie das anbieten, ich bin noch nicht bescheuert. Volles Verständnis. Dann nehme ich nur die Frau Haberkorn. Ich brauche was Repräsentales. Weißt du? Ja. Ja, nee, warte. Gehe ich hier rüber. Ja, schöner Waren. Tag, Herr Au. Darf ich mich da rein? Selbstverständlich. Wollen Sie auf die andere Seite ich gehen? Komm kommen Sie mit auf die andere Seite. Die ist aber nett, die Haberkorn. Ja, aber faustdick hinter den Ohren, du. Danke, Herr Lennartz. Oh ja, schön. Hier sitzt man bequem. Einmalig. Das muss ich sagen. Frau Haberkorn, ja. Frau PF, wie viele haben wir? Der hat 140 PS, das ist der 2 Liter TDI, der hat 140 PS. 140 PS, genau. Habe ich auch. Haben wir auch? Und die mich. Mach die glatt, Junge. Ach, wie alt schätzen Sie mich, Frau? 28. Hier im Golf ist gerade Frühling bei mir. Das ist ja auch ein Sportline. Es steht ja für Sportlichkeit, jung, dynamisch. Wie gehen denn die Sitze da hinten? Wie geht das denn? Hier links? Ja, ich bin schon am Fassen. Komme da nicht. Ja, ja kommen Sie einfach mal rum. Ich weiß ja nicht, wie man diese Sitze jetzt in eine Liegeposition bringt. Soll doch die Frau Haberkorn hier mal zeigen. Das braucht man ja auch. Frau Haberkorn, da sind sie wieder. Haben Sie mich vermisst? Ja, ein kleines bisschen. Also mit dem Hebel hier. Wenn du den mal betätigst. Ja, mache ich. So, jetzt gehe ich in die Liegeposition. Ne? Ja, ich gehe in die Vertikale. Ich frage aber, komm, wir kommen zum gemütlichen Teil. Verkaufsgespräch. Oh, hör mal, hier liege ich besser als in meinem Bett zu Hause. Ich komme mal wieder zur anderen Seite. Bitte, sehr gern. Sehr angenehm. Oh, der geht aber weit. Geht weit nach hinten. Ganz weit nach hinten. Wie weit geht der bei Ihnen nach hinten? Frau Haberkorn. Genauso weit. Frau Haberkorn, ja. Ich lasse jetzt die Katze aus dem Sack. Lassen Sie es. Ich habe gar keinen Führerschein. Ich bin Single. Und ich brauche eine Frau. Die einen Führerschein hat? Ja, und den wahren Pferd. Frau Haberkorn, ja. Da haben Sie doch auch gemerkt, dass er zwischen uns beide gefuckt hat. Frau Haberkorn, du bist ein verrückter Hase. Ich habe noch ein paar gute Jahre vor mir. Frau Haberkorn, sei kein Prof. Ich lese dir die Wünsche von den Träumen vom Auge ab. Vielen Dank. Der Waren ist einmal nicht bequem. Der Waren ist ein Knaller. Vor allem haben Sie auch viel Platz vorne rum, ne? Ja, auch von der ist es als Klimaanlage. Klimaanlage. Es ist alles drin. Wir haben auch Sitzheizungen, wenn es uns kalt wird. Volkswagen, da weißt du Bescheid. Frau Haberkorn, was sind Sie für ein Sternzeichen? Stier. Stier, ich nehme den Waren.